Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer neuen Folge. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir auch mal wieder einen Schauspieler hier begrüßen dürfen, nach etwas längerer Zeit. Und zwar ist es der Schauspieler Antoine Monnot. Und ihn kennt man natürlich besser als Benny Hornberg im Ein Fall für zwei oder natürlich auch in der Technik ist er natürlich zu Hause. Und jetzt gleich mal die Frage vorneweg. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Er trinkt noch einen auf mich, genau. Weil ich gerade sagte, auch nach langem mal wieder ein Schauspieler. Die Schauspieler sind bei mir vielleicht immer ein bisschen zurückhaltend. Woran kann das liegen? Ist es vielleicht, weil die Regieanweisung nicht da ist oder weil sie mit der Technik vielleicht nicht so ganz firm sind? Ich weiß es nicht. Hast du da eine Antwort drauf? Nein, das wäre mir jetzt auch neu. Schauspieler sind bei dir eher zurückhaltend? Also ich habe mehr die Musiker im Vordergrund soweit, aber hin und wieder auch mal Schauspieler. Ja? Gut, also das wird dir mit mir nicht passieren. Genau. Du bist ja auch technisch, glaube ich, topfit, was das angeht, ne? Ja, also alles, was Technik betrifft, ist eine Leidenschaft von mir und ich mache das wahnsinnig gerne. Genau, das hat man auch schon mal ein, muss ich sagen, ein Privatdetektiv geflüstert. Den können wir gerne mal ganz kurz jetzt hier einblenden. Ich habe immer, wenn ich Probleme habe mit meiner Technik am Drehort, dann ist der erste Anruf ist zu Antoine, lustigerweise. Und der hilft mir immer und kann mir auch mal helfen, ohne Spaß. Ist es tatsächlich so? Bei Technikfragen, Technikfragen. Mein Computer ein, hilft mir bei allen möglichen E-Mail-Problemen, wirklich ohne Spaß. Der hat da ein Händchen für, der kann das. Und im Film, interessanterweise, wird das umgekehrt. Da ist er der Technikdödel sozusagen und ich bin der Technikversierte. Und jedes Mal beim Drehen sagt er, Vanja, das machst du falsch, das Kabel muss irren, das muss so. Genauso ist es, wie Vanja das gerade erzählt hat. Ich bin der Technikfreak und er nicht. Und in den Rollen ist genau umgedreht. Und ich helfe und unterstütze da immer gerne. Sehr schön. Wo erwische ich dich denn jetzt gerade? Seid ihr noch bei? Bist du gerade bei Dreharbeiten noch oder wo? Nein, ich bin in München. Es ist ein wunderschöner Platz. Ich sitze hier unter Eichen. Ich habe natürlich die schönste Aussicht überhaupt, weil Stefanie, meine über alles geliebte Stefanie, sitzt mir gegenüber. Und diesen Ausblick, das ist ein Traum. Allerdings habe ich gesehen, ich habe für euch die denkbar ungünstigste Hintergrund mit einem Baugerüst gewählt. Es ist so schön hier. Aber gut, dann machen wir es einfach so. Ich sehe das Schöne und ihr seht das Baugerüst und dafür siehst du Frank hinten. Also ich meine, was will genau. Ich mehr? Genau, so ist es, ganz genau. Nee, alles gut und ich denke mal so, gerade unter den Bäumen, da kann man es wirklich gut aushalten. Ja, warum wir uns jetzt verabredet haben, natürlich, ein Fall für zwei steht wieder an. Ende August geht es wieder los mit neuen Folgen. Was kann man erwarten? Es erwarten uns wieder vier spannende Folgen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, dass diese Folgen Spaß machen, dass sie unterhalten, dass man ein bisschen mitfiebern, miträtseln kann, wer es denn wohl war, was auch hinter der Geschichte steckt. Und das Tolle ist ja beim Fall für zwei, wir fangen da an, wo ein Polizeikrimi aufhört. Also wenn der Täter ins Gefängnis kommt, ist normalerweise der Krimi vorbei. Und da fängt er bei uns erst an, weil ich dann von der Unschuld des Mandanten so überzeugt bin, dass ich das Mandat annehme und dann versuche, die Wahrheit herauszufinden. Und dafür brauche ich dringend Leo, den Privatdetektiv, gespielt von Vanja. Genau. Natürlich habt ihr am Anfang, das hatte ich mit Vanja auch schon mal ein bisschen diskutiert gehabt, gab es noch ein bisschen so die kleinen Feinheiten, bis man wieder so in dem Fahrwasser ist, wie es der Zuschauer von früher her gewohnt ist, ein Stück weit. Aber jetzt habt ihr eure Erzählung, glaube ich, ganz gut gefunden und es macht Spaß zuzuschauen. Genau, also wir sind jedes Jahr aufs Neue, machen wir uns Gedanken, was können wir anders machen, wie können wir die Geschichten noch näher an den Menschen dran erzählen. Und da haben wir auch eine ganz tolle Redakteurin, die Dagmar Ungureit beim ZDF, die das sehr fachkundig betreut. Und wir haben eine tolle Produzentin, Claudia Schneider,
Und in diesem Team zusammen wissen wir auch, Vanja und ich, dass wir uns da wirklich auf ganz kompetente Produzenten und Redakteure vertrauen können. Ja, nee, also wie gesagt, ich bin schon gespannt, was da ab August auf uns zukommt. Auf alle Fälle. Irgendwas mit einer Schlange habe ich gelesen. Da gibt es gleich an der ersten Folge, glaube ich, was. Und ja, verschiedene Themen, die da so auf die Zuschauer wartet. Genau so ist es, die falsche Schlange. Ja, eine richtig schöne Folge. Sehr gut, sehr schön. Ihr habt ja immer nur so 6 Folgen im Jahr, glaube ich. Oder wie schaut es aus? Oder 4 sogar nur. Okay. Ja, ist das Spektrum da ein bisschen weniger sonst? Glaubt ihr, die anderen, die hatten immer mehr ein bisschen, oder? Oder war das? Das kommt drauf an, es ist sehr unterschiedlich. Wir machen 4 Folgen, das sind immer so 3 bis 4 Monate Arbeit. Mhm. Im Moment drehen wir dann immer so von Anfang März, beginnen wir bis Mitte, Ende Juni. Und ich finde das einen ganz guten Zeitraum. Sollte mal die Entscheidung kommen, mehr Folgen zu machen, freue ich mich und denke darüber gerne zusammen mit allen anderen nach. Aber im Moment, wie es läuft, finde ich das toll und bin auch sehr dankbar, dass wir das seit 8 Jahren jetzt machen dürfen. So lange ist das schon her. Ja, 2014 ging es an den Start damals. Ja, Wahnsinn. Genau, Wahnsinn. 2013 haben wir die erste Staffel gedreht. Ja, Wahnsinn. Lang ist her schon wieder. Ne? Richtig. Dann, wenn ich jetzt so deine Optik so sehe, es ist, glaube ich, ein bisschen leichte Veränderungen, oder? Hast du ein bisschen Haare fallen lassen müssen, dürfen, können oder ein bisschen das Outfit? Ja, also ich habe gemerkt, ich habe die Haare etwas kürzer, den Bart etwas kürzer. Dadurch sehe ich nicht mehr aus wie ein Höhlenmensch. Und Stefanie freut sich auch jeden Tag, etwas mehr mich zu sehen. Nee, also ich denke mal, es kommt auch frischer dann wieder in den neuen Folgen, dann denke ich mal rüber, oder? Ja, definitiv, ja. Ja, das war jetzt, für dieses Jahr wollte ich das mal ausprobieren, ein bisschen kürzere Haare. Ja? Und ich glaube, das hat der Figur gut getan. Wobei die Folgen, die wir jetzt zeigen, sind auch aus dem letzten Jahr. Da habe ich noch längere Haare. Okay. Also jetzt nicht durcheinander kommen. Ja. Da musst du da unter Corona-Bedingungen dann drehen, oder? Wir haben jetzt 2 Jahre, letztes Jahr und dieses Jahr, unter Corona-Bedingungen gedreht. Und also das Fazit für mich ist, es geht und es geht, wenn man ganz ehrlich ist, auch relativ problemlos. Wir müssen uns halt alle dran halten. Wir haben hier diese Masken, die wir sofort anziehen, wenn wir nicht mehr vor der Kamera sind. Und es ist ein komisches Gefühl, weil alle tragen hinter der Kamera eine Maske, nur wir ziehen sie vor der Kamera natürlich aus. Das ist manchmal schon komisch und manchmal denke ich auch, hoffentlich ist da jetzt keiner drunter, der in irgendeiner Form positiv ist. Aber wir werden alle, und da hat der Sender sehr, sehr viel auch, also wirklich eine tolle Arbeit gemacht und sehr darauf geachtet. Und auch die Produktionsfirma, die Nova Film, sehr sorgsam damit umgegangen, dass wir mehrmals die Woche alle getestet wurden, vor und hinter der Kamera. Jeder, der neu ans Set kam, wurde getestet. Also wir haben schon in einer sehr sicheren Umgebung gedreht. Sehr gut. Da kann es eigentlich jetzt ja dann wirklich nur noch besser werden, nachdem jetzt doch ein bisschen alle Regeln wieder und alle Zahlen runter sind. Denke ich mal, für die Zukunft schaut es ganz gut aus, dass es wieder lockerer wird. Naja, also jetzt gehen die Zahlen überall wieder hoch. Also leicht. In den Bundesländern, aber das ist, warten wir mal ab, wie der Herbst wird. Müssen es eh nehmen, wie es kommt. Ändern können wir es eh groß nicht, ne? Doch, wir können es ändern. Ich glaube, ich will jetzt gar keine Impfdiskussion anstoßen, aber wir können es uns von anderen Krankheiten abschauen. Umso mehr Menschen geimpft sind oder andersherum, wenn wir eine Herdenimmunität erreichen, dann geht eine vierte Welle anders an uns vorbei, als wenn wir keine Herdenimmunität haben. Genau. Ich will damit aber nicht sagen, will niemandem vorschreiben, ob er es machen soll oder nicht. Das muss jeder für sich selbst wissen. Und Genau.
Richtig. Jetzt kommen wir mal ganz kurz noch. Ich habe auch noch ein bisschen geschaut, wo du überall so aktiv bist in den Social Medias, Instagram unter anderem. Da wäre gleich mal die erste Frage dazu. Hast du deinen Müll im Resthof abgeben können? Jawohl, also ich konnte im Wertstoffhof alles abgeben. Das hat soweit geklappt. Und ja, also Instagram ist eine Plattform, die Stefanie und ich beide sehr nutzen, auch sehr gerne nutzen, auch viel zusammen. Mhm. Da haben wir auch das ein oder andere Projekt in Zukunft vor und planen da auch schon was. Also wenn ihr mehr wissen wollt, es ist noch nicht ganz spruchreif, aber wenn ihr da mehr wissen wollt, dann folgt der Stefanie und mir auf unseren Instagram-Profilen und wir folgen euch auch gerne zurück. Ich habe schon mal einen Daumen hoch gemacht, dann bin ich mal gespannt aufs Gegenfollow. Genau, da kann man natürlich immer viel Wissenswertes erfahren, auch in Sachen Homepage, da bist du auch zu finden und ja, da hast du sogar hier, habe ich sogar einen Fachmann jetzt sozusagen dran, wenn man das richtig sieht. Du hast Anfang der 2000er ja sogar ein Forum gehabt. Genau, also wir haben mal herausgefunden, dass es Mitte der 90er Jahre drei Schauspieler in Deutschland gab, die eine Homepage hatten. Das waren dann noch zwei andere Kollegen und ich. Und ich habe damals meine Homepage auch selber programmiert. Also, heute nicht das mehr. Hatte ich dann gelernt. Ich kann es noch, aber heutzutage gibt es Editoren, es gibt natürlich ganze Systeme, Content-Management-Systeme wie WordPress, die einem das sehr vereinfachen. Ja. Richtig. Ja, aber klar, das waren so die Anfangszeiten, ganz klar. Und heutzutage ist eigentlich jeder irgendwo präsent, muss er fast schon präsent sein. Und klar, man nutzt dann auch wiederum die anderen Social Medias, alles schwer genau. Ankommen. Ne? Genau. Ja, Comedy, in Sachen Comedy, was tut sich da? Da bist du ja auch sehr, sehr aktiv. Ja, also ich habe das große Glück, dass ich immer zwischen den Welten wandeln darf. Also ich darf Comedy machen, Komödie machen, Thriller machen, Krimis machen und das auch in den verschiedensten auf den verschiedensten Plattformen, was natürlich auch eine, ja, für mich ganz toll ist, ja, dass wir die Knallerkerle auf Sat.1 da zwei sehr lustige und tolle Staffeln machen durften, dass wir Kinofilme machen können wie Who Am I, eine Serie wie Den Fall für zwei im ZDF. Also diese Mischung und diese Abwechslung, die liebe ich sehr an meinem Beruf. Mhm. Wobei ja ein Fall für zwei, gut, sie ist natürlich so ein leichter Humor, kommt auch drin vor, aber doch schon eher die ernstere Rolle. Gibt es für dich auch eine Rolle, wo du sagst, so eine ernste Rolle, das würde ich noch gerne mal machen wollen, so was ganz Ernstes? Ah, das habe ich gemacht. Also ich hatte es ja gerade schon gesagt, Who Am I war ein Thriller, ein Hacker-Thriller, ein Kinofilm oder früher Das Experiment war ein Kinofilm und das will ich jetzt nur zwei nennen. Da gab es noch viele weitere. Also ich habe immer Glück gehabt in meinem Leben, dass ich diese verschiedenen Facetten bedienen darf und bedienen kann. Genau. Und das, denke ich mal, macht es natürlich auch einen Schauspieler aus. Also dass man wirklich da für alle Felder sozusagen bedienen kann. Ne? Ja, das stimmt. Genau. Wie sieht der Sommer jetzt noch aus für dich? Was steht noch an? Was gibt es für Projekte, wo man vielleicht noch ein bisschen schon drüber hinaus blicken kann und was kurz vielleicht erwähnen kann? Ja, also ein großes Projekt, was Stefanie und ich letztes Jahr gestartet haben, ist ein Badöl. Ich meine, was soll man hier auch anderes machen? Wir haben ein Badöl hergestellt und verkaufen das online. Das läuft sehr gut, das macht viel Freude. Da sind wir dran. Und ansonsten hatte ich es ja vorhin schon kurz angekündigt, wir planen was auf Instagram, aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Ja, da schauen wir vorbei, ganz genau, sehr gut. Okay, dann, wie gesagt, du musst auch schon wieder, glaube ich, zum nächsten Termin, das sind ja gerade ein Interview nach dem anderen sozusagen. Danke, dass du kurz... Soll ich dir die Wahrheit sagen? Mein Akku vom Handy ist gleich leer. Es kam gerade schon die Warnung, 20%.
Okay. Wir müssen deswegen aufhören. Hier ist gleich Schicht im Schacht und Feierabend. Alles klar. Alles Gute dir, viel Erfolg mit Danke deinen dir auch. neuen Folgen und grüß Svenja Gleichfalls. schön und bis Das mache ich. irgendwann mal vielleicht in Natura live. Sehr gerne, freue ich mich, Frank. Alles Gute dir und viel Freude noch mit der Sendung. Dankeschön, bis dann. Tschüss.